Hallo, willkommen zurück zu Erika hier auf meinem Kanal. Heute hören wir uns schöne Musik an. Wir sind gerade irgendwo zu unserer Sicherheit hingebracht worden in das Delphi-Haus, wo wir auch viel Zeit unserer Kindheit verbrachten. Kommt, wollen wir gemeinsam Musik. Die Musik. Kennen Sie noch aus ersten Folgen? Sie auch. Oh nein, ihr müsst schnell wieder putzen. Unser Putzzwang kommt euch. Hey. Kind, hey. Sieh mal unter das Bett. Onkel Lucien hat was für dich. Sie wird dich beschützen. Eine Pistole. So wie alle Kinder, aufreißen. Rupf, rupf. Einmal öffnen, bitte. Lack. Aufwendige Holzschale. Packung. Schau auf den Arm. Eine Motte, Schmetterling. Sie ist genau wie du. Ein echtes Mädchen. Die Tür wieder, die verhängnisvolle. Ich hab so kleine Flashbacks an die erste Folge. Okay, es war wieder nur ein Albtraum. Alles gut. Oh, ist das staubig hier, ne? Hm. Okay. Wir können zur Tür gehen oder wir können erstmal. Uns den Polierfüll richten. Was ist das denn passiert? Wir können da lang oder wir können. Gehen da lang. Ist da? Teppich? Genau, geh ruhig rum. Kirsty. Gute Idee. Du darfst helfen, aber nur, wenn ich dabei bin. Jemand muss auf dich aufpassen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Ich dachte, das wäre eine Schwester. Kann ich auch eine haben? Geraucht? Nein. Hey! Hey, Todeswunsch.
Komm her. Ignoriere sie einfach. Todeswunsch? Sie hat emotionale Probleme. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Ich bin Liebe. Nicht. Was spielst du da? Musik. Was? Aria für Delphi von einem Typ. Keine Ahnung, ist sicher schon tot. Hm. Hier, setz dich. Ich will dir was zeigen. Siehst du den Teil? Ist leicht. 4 Noten. Bam, bam. Bam, bam. Oh, oh. Ganz einfach. Okay, ich gezeigt, was ich drücken muss. Das ist gut. Sehr vorteilhaft für mich. Kirsty muss im Mittelpunkt stehen. Sie ist die Unschuld vom Lande, bis irgendwas geschieht, das ihr nicht passt. Und dann... Sofort aufhören! Erica? Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Ist vielleicht besser so. Rein. Hi. Ist die Erica? Hm. Das ist Person. Ja. Und dann habe ich auch. Mason. Genau. Du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen. Ich bin Lucien Flowers. Ich habe die Klinik mit deinem Vater gegründet. Sie schenkten mir eine Puppe, als ich klein war. Ich hoffe, es war auch die richtige. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Ja, alles super. Schon gut. Danke, dass ich hier bleiben darf. Dein Vater war ein guter Freund. Gern geschehen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Aber ich hab was für dich. Havannas. Endlich. Es gehörte deinem Vater. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit. Was mag das denn so? Ah. Ich habe es aufbewahrt. Hey. Tut mir leid. Ich habe gerade mit der Forensik gesprochen. Erica, es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Joha getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Kann ich helfen? Kann ich irgendwas machen? Uns fehlen die Anhaltspunkte.
Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Okay. Ich sehe Flashes. Albträume und einen Umriss, eine Frau mit Pistole, aber das ist alles. Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Möglicherweise hilft sie mit deinen Albträumen. Es ist gänzlich schmerzfrei. Cool. Okay. Okay, von mir aus. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Entspannen, in dem Raum. Dein Vater entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das Erste, was dir einfällt. Laser. Oh. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben, aber du bist hier sicher. Fangen wir an. Schönheit? Sekte. Glaube. Milch. Gefahr. Gesicht. Wow. Schneiden. Sicher? Tiere? Noch eine Maske? Schon vorbei. Schon vorbei. Alles okay. Hey, ganz ruhig. Was ist passiert? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Hab ich das? Ja, Mickey Mouse. Definitiv Mickey Mouse. Warum hast du sie gemalt, Erika? Warum deine Mutter? Letztes Mal hat sie gar nicht gemerkt, dass sie gemalt hat. Oder wegen dem Feuerzeug. Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie auch. Hier. Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. Okay. Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Und teuer. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sahst. Also sie heißt Elodie mit ersten Vornamen, ja? Okay. Erika ist ihr Mittelname, zweiten Namen. Ja. Ach so, nein. Ihre Mutter. Sie haben sie nach ihrem zweiten Namen benannt. So ist das recht. Okay. Ich glaube, 28. Das Chlor. Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit. Schaff das. Gib nicht dir die Schuld.
Ich will es nochmal versuchen. Ruh dich aus. Entspann dich. Wir versuchen es später. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Die brauchst du. Nip. Oh. Ist sie beerdigt? Das musst du eigentlich wissen, ne? Das ist nur eine Gedenkplakette. Ja, putzen wir mal sauber hier, ne? Muss geputzt werden. So sehr, sehr sauber muss das sein. Alles muss ordentlich sein hier, warte mal. Gut. Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Hannah, dass du schon wach bist? Das ist Erica Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich hab dich heute früh vollgeblutet. Die bringe ich zu Doc Bellard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Hast du kein Problem? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht einen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Ach du Gott. Ja, wir gucken mal nach da oben. Ja, ich sollte mich mal vorstellen. So viele Möglichkeiten. Oh. Falsche Entscheidung, du bist tot. Bäm, Messer. Ach so. Nein, nicht den Kuchen. Die beobachten uns. Nimm das Obst. Das mögen die viel lieber. Sieht hübsch aus. Es ist ein Schmetterling. So wie du. Cool. Willst du gar nichts essen? Doch, Kuchen. Du musst essen. Ansonsten wirst du noch verenden. Und wir haben was zu tun. Du hast was übersehen. Hier. Was meintest du vorhin? Du sagtest, ich bin ein Schmetterling. Ach ja. Du bist kein Hase. Oder ein Reh. Oder ein Fuchs. Nach dem Zuschauen fragen sollen, ne? Versperr die Tür. Okay. Na komm. Hier drin hören sie uns nicht, aber sie kommen. Das tun sie immer. Wer? Wer kommt? Sie machen alle mit. Wenn du die Blumen siehst, verstehst du's. Kirsty? Kirsty, was machst du denn da? Ich muss artig sein, sonst tun sie ihm weh. Ich glaube Klebeband. Du weißt doch, dass du die Tür nicht abschließen darfst. Ja, ich weiß. Der Besen hatte sich verklemmt. Und Erica hat mir nur geholfen. Sieh unter das Kissen. Ja, okay. Das Kissen. Sie macht klebt den Schrank zu. Nochmal mit den Zuschauern. Was verbergen Sie, Kirsty? Warum beobachten Sie uns? Sie kommen nachts und zeigen dir die schlimmen Tiere.
Dann geben sie dir das pinke Zeug und du vergisst. Sieh unter dem Kissen nach. Sieh nach. Okay. Doch was da drunter ist, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich bin so gemein. Cliffhanger. Entschuldigung. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, was unter dem Kissen? Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.